Ja, meine Damen und Herren, das ist die Grundlage jeder Rede. Wenn Sie eine Rede halten wollen, müssen Sie sich den Grundsatz leisten, steh hoch an, dann sieht man dich. Red laut, dann hört man dich. Und hock schnell wieder ab, dann schätzt man dich, das habe ich bei mir fast gedacht. Meine Damen und Herren, der Präsident hat gesagt, wir sollten diese loben, dass sie in die Höhle des Löwen kommen. Ich kann Ihnen nur sagen, ich bin noch nie in die Höhle des Löwen eingeladen worden. Die haben uns immer Angst auf der anderen Seite, wenn ich käme, weil sie keine Argumente haben. Sie konnten die Gegenseite gut einladen. Das habe ich jetzt gemerkt. Da fällt keiner um. Meine Damen und Herren, Herr Faser hat gesagt, in der Schweiz gilt nur, worauf man sich einigen kann. Das braucht lange und Diskussion. Er hat recht. Es gibt aber Dinge, wo sich die leitenden Leute in Bern und das Volk, die Bürger, nicht einigen können, weil sie zwei verschiedene Interessen vertreten. Die einen wollen mehr Macht, mehr Einfluss, mehr Geld, mehr internationale Konferenzen und die anderen wollen mehr Freiheit und wollen etwas zu sagen haben in diesem Staat. Es geht immer um das Gleiche, wenn ich vor Ihnen stehe. Das sind immer schwere Stunden und Herr Staatssekretär Fasel hat die Eden-Ewehr angeschnitten. Ja, da mussten wir hinstehen wegen wieder dem Gleichen. Wollen wir die Unabhängigkeit der Schweiz? Wollen wir, dass die Volksherrschaft, die Abstimmung des Volkes in eigener Freiheit und Souveränität preisgeben? Und zu welchem Preis? Und auf der anderen Seite, wer entscheidet, wenn wir zwischen der Schweiz und der EU uns nicht einigen können, welches Gericht? Und das ist die Frage. Es ist hier das Gericht. Nicht nur fremder Richter, sondern das Gericht der Gegenpartei. Also es ist ganz verrückt. Nicht ein Dritter entscheidet, sondern noch die eigene Instanz der Gegenpartei entscheidet. So etwas Verrücktes kann nur einer machen, der nicht mehr die Verhältnisse kennt. So, da sind wir drin. Herr Faser hat gesagt, es ist die aufrichtige Suche nach einer Lösung. Es stimmt. Und dem EWR haben wir Nein gesagt. Und dann gilt es in der Schweiz, dass man das akzeptiert. Das muss ich Ihnen sagen. Das habe ich auch erlebt, 4 Jahre als Bundesrat. Die leitende Schicht in Bern, die Klasspolitik, hat das Verhältnis, die Abstimmung von 92 innerlich nie akzeptiert. Sie haben den Kopf bis zum Militärdepartement, bis zur Leiter, bei mir da sowieso, sie haben den Kopf in der EU, schon lange, statt in der Schweiz. Sie haben es gemerkt, der Staatssekretär hat von allen Dingen gesprochen in der EU, was da passiert, was es ist. Also, das kann ja nie funktionieren. Also, wenn Sie diese Folien sehen, das kann nie funktionieren. So etwas Kompliziertes kann nicht funktionieren. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Schon beim EWR-Vertrag, das weiß ich noch, bei der legendären Abstimmung, es war die erste in der Schweiz, alle waren eigentlich dafür. Ich musste gegen Herrn Staatssekretär Blankert antreten, auch ein angesehener, angenehmer Mensch, wie Fasel auch, nicht wahr? Wir haben eigentlich den Bundesrat eingeladen, aber hatten die zweite Schicht geschickt mit der Blankert, heute auch. Und der hat in der Eröffnung gesagt, das ist eine so eindeutige Konstruktion, aber sehr anspruchsvoll,
entschuldigen Sie, dass ich das nicht auf Baseldeutsch sagen kann, sondern nur auf Hochdeutsch. Dann hat er Hochdeutsch gesprochen und ich musste gehen und ich habe gesagt, die Lösung ist so einfach, das kann man fast nur auf Mundart sagen. Und das haben die Leute auch verstanden. Meine Damen und Herren, wo stehen wir? Ich sage nochmals, immer am gleichen Ort. Wollen wir die Unabhängigkeit der Schweiz? Wollen wir das Stimmrecht der Bürger? Opfern in einem wesentlichen Teil, nämlich in allen Gesetzen, die den Binnenmarkt angehen. Und wollen wir im Falle des Streites zwischen der Schweiz und der EU das Gericht der Gegenpartei anerkennen? Das ist die Gretchenfrage und über die spricht in Bern niemand. Niemand. Auch Herr Fasel nicht. Weil da hat man schon lange preisgegeben. Seit 1992 preisgegeben. Und es ist die Glaspolitik, ich brauche dieses Wort. Das sind alle die, die etwas zu sagen haben oder glauben, etwas zu sagen haben. Nur der Stimmbürger nicht. Und jemand muss den Stimmbürger vertreten. Meine Damen und Herren, in dieser Sache ist es heute die Pro Schweiz und war die Vorgängerorganisation AUNS. Dazu haben wir sie gegründet. Sie sind eine ganz wichtige Interessenorganisation, meine Damen und Herren. Den EWR haben wir abgelehnt, weil wir wären als Gesetzgeber entmachtet, einflussloser, fremdbestimmter und ärmer geworden. Darum hat das Volk Nein gesagt, zu unser großem Erstaunen sogar die Volksmehrheit. Wir haben damals, Otto Fischer und ich, wir waren ja am Anfang wenige, wir haben uns auf die kleinen Kantone konzentriert, weil wir auf das Ständemeer gingen. Wir haben gesagt, am ehesten bringt man das noch hin. Haben wir auch hingebracht. 2/3 der Stände haben Nein gesagt, der Kantone. Aber sogar noch 50% der Leute hatten kein Komitee in der welschen Schweiz. Die haben wir verloren. Sie sehen, wir sind natürlich einer riesigen Übermacht gegenüber ausgesetzt. Das gilt auch heute. Meine Damen und Herren, nach dem Verlust des EWR-Vertrages, das ist alles heute ausgekommen, der wollte auch der Bundesrat nicht. Sie haben den beiden Bundesräten beauftragt, in die Endverhandlungen zu gehen und nur zuzustimmen, wenn die Schweiz ein Vetorecht hat bei der Übernahme des künftigen Rechtes. Das kommt heute alles aus, weil die Akten offen sind. Und die beiden Bundesräte, die dort waren, konnten nicht Englisch. Und der EU-Verantwortliche, Herr Delors, der ist diesem Jahr, letzten Jahr mit 92 verstorben, der hat die Schlauheit begangen. Alle gehen raus in der Schlussverhandlung, nur die Minister bleiben. Da musste der Staatssekretär raus, der Übersetzer raus. Und dann hat er gesagt, der Franzose, jetzt reden wir nur Englisch. Und dann hat er das Vetorecht gestrichen. Und dann sind die Bundesräte rausgekommen. Es gibt einen Film, der das sehr schön zeigt. Die haben gemeint, sie hätten alles durchgebracht. Dabei haben sie das geopfert. Und dann hat der Bundesrat als Folge dieses Fehlers das EU-Gesuch gemacht. Nur damit Sie sehen, wie handfest es zugeht in diesen Kreisen. Und da können Sie viele akademische Folien zeigen, das nützt nichts. Es geht handfest zu, kann aber überdeckt werden mit vielem. Meine Damen und Herren, der neue Vertrag, nach dem Rahmenvertrag hat der Bundesrat noch gemerkt, dass das keine Lösung ist, hat es gestrichen, war eine Sternstunde, hat er 2023 gesagt, jetzt machen wir keinen Rahmenvertrag, jetzt machen wir eine Paketlösung, hat er. Die Schweiz soll nicht mehr eingerahmt werden, sondern eingepackt. Ja, ist viel besser. He? Da ist viel mehr Recht, oder? Und jetzt haben wir wieder einen neuen Kolonialvertrag. Ist genau gleich wie das EWR, etwas anders geschrieben, noch etwas dazu und etwas weniger. Die Grundfrage bleibt.
Und da können Sie Professoren schicken, wie Sie wollen. Sie können Wirtschaftsverbandvertreter schicken, wie Sie wollen. Sie können alles, was da herumtreibt und mehr Macht bekommt. Das Stimmvolk wird eingeschränkt in der Stimmabgabe. Und das ist die große Stärke der Schweiz, die direkte Demokratie. Die direkte Demokratie wird ausgehöhlt. Meine Damen und Herren, jetzt stehen wir schon wieder vor dieser Frage. Es ist besonders tragisch, dass wir das in diesem Jahr machen. Es ist jetzt 150 Jahre her, dass von unten, auch nicht von oben, von unten, von den Stimmbürgern her, die direkte Demokratie erzwungen wurde und dann, die hat sich dann ausgezahlt in der Verfassungsrevision 1874. War ein härter Weg. Ich zeichne das nach. Nächsten Samstag, das sind 3 Tage nach dem 150. Jahrestag in Winterthur, weil es hat in Winterthur, Kanton Zürich, in Winterthur begonnen. Nicht in Zürich, es war eigentlich gegen Escher etwas gemünzt, also weniger gegen seine Absichten als seine Machtfülle. Und das zeichne ich dort an, kommen Sie hin, es ist erst 11.30 Uhr, mögen gut hin, Sie müssen keine Angst haben, wir offerieren ein Festmenü wie immer, Kackets mit Hörnli und Äpfelmus. Meine Damen und Herren, und im Gegensatz zu 92 sehen wir, was geworden ist. Und jetzt muss ich mit der Glaspolitik abrechnen. Was haben Sie dem Schweizer Volk versprochen und was haben Sie für Prognosen gemacht, wenn wir den EWR ablehnen? Herr Staatssekretär Blanker zum Beispiel hat gesagt, wenn das Schweizer Volk diesen Vertrag ablehnt, wird die Schweiz so verarmen, dass wir in 5 Jahren die EU, also war es auch die EG, auf den Knien bitten werden, dass sie uns aufnehmen. Aber sie werden uns wahrscheinlich nicht mehr aufnehmen, weil ein so armer Staat will niemand aufnehmen. Jetzt können Sie selber sagen, wer die Prognosen richtig gemacht hat. Wir haben nicht gesagt, das ist ein Erfolgsmodell. Wir waren nicht so sicher. Wir haben nur gesagt, das andere ist unverantwortlich. Wir glauben, wir schaffen es, wir haben es mehr als geschafft. Die Unabhängigkeit der Schweiz ist auch ein wirtschaftlicher Vorteil. Nicht für alle gleich, ist mir klar. Ein Teil gehört auch zur Glaspolitik und mischt auch in diesen Gremien mit und haben auch nicht gern Volksabstimmungen. Aber für die breite Wohlstand ist das ein Vorteil. Und das sage ich nicht, weil ich ein, wie man gesagt hat, ein abgekarteter Unternehmer eingeschlossen ist, sondern das sage ich als das Leben lang als Exportunternehmer. Wir haben heute noch aus der Schweiz nach dem EWR-Nein 94% im Export und produzieren in der Schweiz und forschen in der Schweiz, meine Damen und Herren. Alles zertifizierte Produkte. Lassen Sie sich nicht über den Tisch ziehen, das machen wir alles. Es ist hier erwähnt worden von Herrn Staatssekretär Fassel, wir haben bereits die Börsenäquivalenz nicht mehr verlängert. Niemand wusste, was das ist, aber es ist einfach. Börsenäquivalenz heißt, wenn jemand an der Börse in der Schweiz zugelassen ist, eine Firma, ist sie auch in der EU zugelassen und umgekehrt. Und das hat man nicht mehr verlängert. Jetzt sind die großen Schweizer Firmen, unsere gehört auch dazu, nur in der Schweiz zugelassen. Es ist ein großes Geschäft für die Schweiz geworden. Alle bedeutenden Schweizer Firmen haben sich nachher für die Schweiz entschieden und nicht für die EU. Ist ja klar. Nicht, weil sie patriotisch sind, sie haben auf ihren Vorteil geschaut. Meine Damen und Herren, wie ist die Ausgangslage? Wir müssen gewinnen. Da kommt mir nicht drum herum. Und bei der dekadenten Situation, die wir heute haben im Bundesrat, im Parlament, in der Verwaltung, in den Hochschulen, in Verbänden, wo alles gleich reden will und selbstverständlich alles
international ist gut, alles da, was da draußen gemacht wird, bis zur UNO und zur EU und zum Europäischen Menschengerichtshof, hätte ich auch noch ganz sagen können, ist gut. Und die Schweiz ist nicht gut. Sie haben heute gehört, den Tonkünstler, was er sagt, seine internationalen Erfahrungen, wo er hinkommt und Projekte machen muss, wird er hochgeschätzt, weil er aus der neutralen Schweiz ist. Sie können, wenn Sie den Vertrag unterschreiben, nicht mehr neutral sein in der Schweiz. Weil wenn aus binnenwirtschaftlichen Gründen, das sind vor allem Sanktionen, nicht mitmachen, werden Sie bestraft. Hat die Schweiz in der Geschichte alles schon erlebt. Ich bitte mal diese hohe Intelligenz, die in Bern arbeitet, da hat es ja sehr viele Akademiker, sehr viele, die haben ja länger die Schule besucht, es hat weniger intelligent, aber viele Akademiker, die sollen mal da der Geschichte nachgehen und schauen, wie ist es der Schweiz gegangen, als wir zur Zeit Napoleons den Handelsboykott aus binnenwirtschaftlichen Gründen mit England aufgeben mussten. Als der Völkerbund beschloss, wir müssen Sanktionen machen gegen Italien, hat Italien gesagt, wenn ihr das macht, ihr Schweizer, werden wir die Südgrenze im Alpenkamm feststecken, also ohne Tessin und so weiter. Das ist ein großartiger Akt des Bundesrates, der 1938 zurückgekehrt ist zur vollständigen Neutralität. Und das hat uns gerettet im Zweiten Weltkrieg. Immerwährende, bewaffnete, integrale Neutralität. Da haben wir durchgestanden und wir haben 200 Jahre ohne Krieg durchgestanden. Enttäuschend ist auch, dass die Kantone auch in einer Kantonsregierungskonferenz, die sollte es ja eigentlich gar nicht geben, wo die Kantone miteinander etwas basteln, schon vor den Verhandlungen gesagt haben, ja, wir haben nichts gegen Übernahme von EU-Recht. Ich zitiere, kein Weg an der dynamischen Übernahme von EU-Recht führt vorbei. Das müssen wir übernehmen. Wir sind grundsätzlich bereit, dieser Rechtsübernahme zuzustimmen, schon vor der Verhandlung. Und eine Lösung, bei welcher der Gerichtshof der EU die Aufgabe zukommt, eine kohärente Auslegung des betroffenen EU-Rechts sicherzustellen. Meine Damen und Herren, Sie müssen auch bei den Kantonen für Ordnung sorgen. Ich habe auch mit vielen Regierungsräten gesprochen. Ja, wir haben das gar nicht so wichtig erachtet, da die Erklärung, ich meine, das gehöre dazu. Aber ich habe nach dieser Erklärung Herr Cassis besucht, hat gesagt, jetzt müssen wir, die Kantone wollen das. Sie sehen, da weiß keiner mehr, wer eigentlich der Grund ist, um etwas zu tun. Nein, meine Damen und Herren, ich schließe, es ist einfach. Die Souveränität der Kantone und das Stimmrecht des obersten Gesetzgebers, des Volkes, darf nicht preisgegeben werden und ist nicht verhandelbar, meine Damen und Herren. Und sind wir ehrlich, hier gibt es Interessengegensätze. Ich begreife, wer regiert. Ich begreife, wer das Sagen hat ohne Volkerstimme. Der ist nicht so interessiert an dieser Volkssouveränität. Ist ja klar. Ich habe als Bundesrat auch jeweils gesagt, ja, jetzt wollen wir noch fürs Volk, oder? Ja, und bei jeder Vorlage müssen wir denken, sind sie dafür oder dagegen? Das ist eine Bremse, eine willkommene Bremse, meine Damen und Herren. Aber notwendig. Und die soll fallen. Und wer ein Interesse hat an etwas, der kämpft natürlich weniger für die Interessen der anderen. Ganz einzigartig wird es jetzt dann, muss die Sache vor das obligatorische Referendum. Ich höre Stimmen aus dem Bundeshaus. Ja, das ist nicht so eine wichtige Sache. Nein, nein, da müsst ihr nicht unbedingt fürs Volk. Nein, nein,
Nein, sie sagen, das müssen wir nicht einmal eine Volksabstimmung unterbringen. Das ist ja nur so eine kleine Anpassung. Ja, für wer? Sie haben bemerkt bei Herrn Staatssekretär Fassel, er sagt immer, wir können dann, wir können dann, wir können. Wer ist der Wir? Wer ist dann der Wir? Nicht mehr Sie. Heute sind Sie es. Das sind die anderen, die nicht wir sind, nämlich nicht die Stimmen der Bürger. Meine Damen und Herren, wenn dann noch das obligatorische Referendum nicht beschlossen wird, bei dieser enormen Verfassungsgeiständerung, natürlich jede Initiative ist auch eine Verfassungsänderung, da muss sie auch vor das Volk, dann weiß ich nicht mehr, welche Eingriffe dann noch geschützt sein sollen. Und meine Damen und Herren, wir haben noch Erfahrung mit, hören Sie auf mit diesem Versprechen. Oh, die Versprechen, die ich heute wieder gehört habe. Wie war das beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte? Gehen Sie hinter die Bücher. 1974, ich bin ein alter Mann, darum war ich damals schon auf der Welt. 1974 habe ich noch in den Ohren Bundesrat, der erklärt hat, sehen Sie, es ist undenkbar, dass die Schweiz je verurteilt werden wird. Wir haben alle die Menschenrechte, aber wir müssen mehr aus Sympathie mitmachen. Pierre Graber, 1974, von dem Parlament festgehalten. Zur Ehre kann ich Ihnen sagen, unser Mitgründungsmitglied Otto Fischer war aufgestanden im Parlament und hat weise gesagt, das sind Versprechen, Sie werden sehen, diese Richter werden früher oder später auch Wege finden, Volksentscheide über den Haufen zu werfen. So ist es gekommen. Er war einer der ganz wenigen. Ich konnte ihn leider damals nicht unterstützen, weil ich erst 1979 in den Nationalrat gewählt worden bin. Sonst hätte er noch einen zweiten gehabt. Meine Damen und Herren, Sie wissen, was Sie zu tun haben. Wir müssen dieses Abkommen beerdigen. Ich habe keine Hoffnungen mehr für Verwaltung und Bundesrat, dass es scheitert. Parlament sowieso nicht. Also müssen wir uns auf die Volksabstimmung vorbereiten, vielleicht sogar auf ein fakultatives Referendum. Gut, es gibt sogar noch Kreise, die sogar sagen, das sei nicht einmal nötig. Nicht die Juristen finden immer irgendeine Lösung und sagen, das könnte man auch vertreten. Weil drei Juristen, die beieinander sind, ich bin ja selbst einer, da haben sie in der Regel drei Lösungen. Schlimmer ist es nur, wenn vier Politiker beieinander sind, da haben sie meistens gar keine. Danke.